Ich bin Agi, 16 Jahre alt und ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bin Dennis, 29 und ich empfehle die Nutzung von Waschnüssen. Ich bin Paul, 18 und ich werde heute die goldene Ananas gewinnen, weil ich Asiate bin. Damit willkommen zu Erkennst du den Song, euer liebstes Musikformat auf YouTube. Heute wieder mit zwei grandiosen Gästen. Zu meiner Linken der Wildcard-Gewinner Paul. Und zu meiner Rechten der Rapstar von morgen, Agir. Agir, zu dir komme ich gleich. Erstmal zu einem Wildcard-Gewinner. Paul, yo. 18 Jahre bist du. Richtig. Und du kommst aus der schönsten Stadt am Rhein, aus? Das ist der Stadt mit K. Düsseldorf. Yeah. Yes. Hier, ihr Ölner. Dennis, halt die Fresse. Ich schwöre dir, ich trenne mich von dir. Du hast dich hier beworben. Erzähl mal, wie du es geschafft hast, hier zu stehen. Ja, also ich habe einen netten Kommentar geschrieben unter diesem Video. Und mit viel Glück habe ich dann, gewonnen. Also natürlich nicht unter diesem Video. Das wäre ein bisschen Inception-mäßig, sondern unter dem Video wahrscheinlich davor. Richtig. Das könnt ihr auch schaffen, wenn ihr mal an Pauls Stelle stehen wollt. Und Agi, du bist Rapper und hast dich vorbereitet für heute. Hast du alles gehört, was man hören kann? Ich habe mir ehrlich gesagt gestern ein Video angeguckt. Mhm. Und zwar. Das ist eine gute, mehr mache ich auch nie zur Vorbereitung. Und hast du einen bestimmten Musikstil, den du am meisten feierst, neben Rap? Dicker, ja, ist es Dicker, ja. Weil Nelly, Dicker. Ja, was macht die für Dings? Ja, genau. R&B, sowas. Was feierst du so, Paul? Auch Deutschrap, so ein bisschen. Mhm. Und Popmusik. Liebe Leute, seid ihr gut vorbereitet? Habt ihr Bock? Ja. Bock ist da. Ganz wichtig, Hände hier vorne, nicht so. Und ansonsten, Mickey, gib Gas! Robin Schulz, Alane oder Alain? Ja, das muss man hier auch sagen. Alain? Aber gut, ich hab's heute gehört. Ja, ist ja ein Song, den gab's ja schon mal. Der ist quasi nochmal geremixed worden. Paul, du hast uns ein Geschenk mitgebracht, wie jeder Wildcard-Gewinner. Hol mal raus. Ja, Moment, ist noch in der Tüte versteckt. Wow. Und zwar ein bekanntes Bier, was fast jeder Düsseldorfer kennt. Fast, ach nee, au, ein bekanntes Bier, was man auf der Welt aktuell gar nicht kennt. Ja, und hier mit dem Fortuna-Sticker. Ihr könnt euch denken, was für ein Bier das ist. Es heißt nicht Grippe. Und hier natürlich der Fortuna, der Heimathafen Düsseldorf-Sticker. Danke. Ja, lecker. Fortuna. Und natürlich mit Maske, ne? Und natürlich mit Maske, die ziehen wir uns nach hinten über den Kniebeuge. Über das Knie. Fitted Design, Wasted Dinner, Rock Chinchilla, teure Kleid, Booty Killer, Taste Vanilla, kleiner Reminder. En vogue, aber immer noch tough. Go, go, Ghost unterm Arsch und du wirst blass. Wie ist das normal? Pardon? Never Know, Luciano featuring Shirin David. Aber du hast doch gesagt, wie kam das jetzt in deinen Kopf plötzlich? Ich habe einfach die Lyrics ein bisschen gehört. Okay, das macht natürlich Sinn. Bist du Shirin David Fan? Nein. Bist du Shirin David Fan? Hast du dich schon mal getroffen, Shirin David? Ja. Yeah. Wir hatten eine gute Vergangenheit. Ja? Nein, ja. Soll ich erzählen, was passiert ist? Ja, klar. Wo sonst? Nein, okay, dann wird entweder interessiert, Dicker. Nee, wir sind öffentlich-rechtlich. Du kannst sagen, was du willst. Mach einfach weiter. Okay, ja gut. Ich komme später nochmal drauf. Das ist der Stefan Raab, hier kommt die Maus. Kennt ihr noch die Maus? Ja. Guckst du manchmal? Aber kann man ja lernen. Ich guck sie heute immer noch. Du auch bestimmt, Paul. Ja, ja, du bist so also schlau. Weil du das immer geguckt hast. Ja, klar, ich ja, auch. Bis 0 Uhr und dann kam diese Stelle da. Ja. Es steht 1-1-0. Was auch kommt, Baby, ich bleib hier. Boot, Apache 207. Ich komm, ja. Ich komm. Ich muss ja sagen, Apache finde ich coole Musik, aber es geht ja schon langsam in die Richtung, hört sich alles ziemlich ähnlich an, oder? Bin ich da mit der Meinung alleine? Ja. Ja, gut. Nein, nee? Er ist ein Macher. Er ist ein Macher. Wann kaufst du dir dein eigenes Boot? Oder hast du schon ein Boot? Aber ein schönes Boot, also ich finde, ein Boot zu haben, viel cooler als ein Auto, glaube ich. Weil dann kannst du rausfahren aufs Meer, du kannst deinen Müll im Meer entsorgen, einfach so. Du kannst illegal Krabben fangen, da gibt es so viele tolle Sachen.
2, 1, 0. Jetzt geht's hier richtig ab. Warte mal, mit welches Wort ist? Dings. Warte, wir kommen wieder rein. Das ist Berlin. AG Berlin. Du bist ja Berliner, ne? Ja. Berliner Junge, welcher Stadtteil? Kreuzberg. Kreuzberg, yo, was geht ab? Ist der denn, ja, ist doch cool, oder? Ja, was, represent. So macht man das doch. Money on my mind, Sam Smith. Paul, was machst du so beruflich, Schule? Erzähl mal, was du so machst. Ja, also ich habe meine Schule bestanden, mein Fachabi. Schnitt? Durchschnitt, also 3,0. Oh, okay. Warst du faul beim Lernen? Ach, ja. Aber egal, du hast verstanden. So, was willst du jetzt machen oder was machst du? Erstmal Teilzeitjob. Okay, aber du bist auf der Suche? Ja, ja, für nächstes Jahr. Für nächstes Jahr, also hast du irgendwelche Wünsche, was du machen willst? Auf jeden Fall im technischen Bereich. Freunde, wenn ihr echt jetzt mal was habt im technischen Bereich, kann ja alles sein, dann meldet euch bei uns, wir geben es dann weiter. Natürlich unter 3 netto geht gar nichts beim Paul, ist natürlich klar. Das auf jeden Fall. Und nur 2 Tage die Woche für 3 Stunden arbeiten. Ich bin gefickt, warte. Man möchte nicht falsch sagen, ne? Ja, das sind B.I.G. Juicy? Nein. B.I.G. Hypnotized. Start spreading the news. Oh nein. I'm leaving today. I want to be a part of it. Frank Sinatra, New York. Warst du schon mal in Amerika, Paul? Noch nicht. Wo warst du denn schon mal? Wo war der weiteste Weg? China bestimmt. Und wie war's da? Schön, warm. Bist du Patient Null? Was denn? Nee, das war ja, sowas ist rassistisch, ich möchte das zurücknehmen, das habe ich nicht gesagt. Wo warst du da genau in welcher Stadt? Also in Fuzhou war ich da, da komme ich auch her. Das ist gegenüber von Taiwan und zwar im Süden von China. Und da ist es viel angenehmer als in Shanghai. Also da sind auf jeden Fall weniger Leute und nicht so viel los auf den Straßen. So. Was heißt denn Wohnzimmer auf Japanisch? Japanisch? Chinesisch. Oh nein! Also Wohnzimmer direkt weiß ich nicht, aber ich kann Zimmer sagen, Fandien. Das hört auch schon mal gut an. Warst du schon mal in Amerika? Amerika? Nein, Dicke. Ich entschuldige mich für jede rassistische Aussage hier. Tut mir leid. Weiter. 3-4 Krieger als 1000 Brüder, lieber Cent von dem. Kontra K, puste sie weg. Er hat, glaube ich, zu viel Musik, ja? Ey, Macarena, Macarena, Macarena. Tiger Macarena? Das ist echt ein Song, da kann ich persönlich nichts mit anfangen. Aber kennt ihr noch den Macarena-Tanz? Ja. Den gibt, wie geht's nochmal? So, so, und so, so, so. Ungefähr so. Oder so, ja. Baby, go dig black, aus der Airwaves Pashanin. Ja. Vier, vier, zwei. Wir beide haben also Matchball. Ja. Okay. Come on. Change is Tupac. Oh! Nicht schlecht, Tupac. Ich hätte auch gewusst. Ich leider nicht. Tupac. Glaubst du an Verschwörungstheorien, Agia? Nein. Glaubst du, dass es so, dass zum Beispiel Tupac mit Elvis auf irgendeiner Insel lebt? Nein. Nee? Er ist tot. Er ist tot. Tupac trotzdem, never forget. Michael Jackson, Smooth Criminal. Ja. Ich hab gewusst, dass das falsch ist. Michael Jackson, einfach Thriller. Oh. Billie Jean? Nein. Oh, nein. Boah, bestimmt recht peinlich. Oh.
Hab ich nicht auf diesem Beat was gemacht? Ich hab 70.000 Fans, wa? Scheiße, Dicker. Ja, du siehst aus wie eine Eins, egal wo du bist. Pietro Lombardi, Cinderella. Ja. Nein, schade. Ja, ich hab, also ich für mich. Dein Glücksschlag jetzt. Ja, ich hab gewonnen. Ihr wart zwei tolle Gegner, muss ich ganz echt sagen. Danke, danke, danke. Ja, was soll ich sagen? Meine Rede an euch ist, wenn ihr an eure Träume glaubt, dann werden sie irgendwann in Erfüllung gehen. Paul, danke nochmal. Grüße zu dir in die Heimat, hier auf fremdem Boden in Oeln. Komm gut nach Hause. Komm gut nach Hause. Sei froh, wenn du die Schwelle übertrittst zur Landeshauptstadt Düsseldorf. Ja. AG, danke für deinen Besuch. Kein Problem, Dicke. Ich bedanke mich bei dir. Hat nicht sollen sein, aber du hast gut gekämpft. Ja. Gegen Ende kam nochmal, hast nochmal gut aufgeholt. Von dir natürlich auch alles verlinkt in der Infobox. Oben für euch gibt's jetzt das Video Kanye West als US-Präsident von Mr. Wissen to Go. Und unten gibt's für euch das zweite Video, was wir jemals auf YouTube veröffentlicht haben. Klickt auf jeden Fall da mal rein und lasst einen Daumen nach oben da. Schönen Tag noch, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!